Und weiter geht es mit einer wunderschönen Folge Wild Mander. Wir sind auf dem Weg zu einem Geist, damit wir nochmal neue Erfahrungen bekommen. Wir haben auf jeden Fall 38, das sollte, denke ich mal, für den Kollegen genügen. Und ja, wir haben schon mittlerweile sehr viel Wasser bei uns, auch einige Pflanzen. Sieht schon mittlerweile ganz nett aus, aber wir müssen das doch komplett umbauen. Das gefällt mir nicht so. Also ich habe mir das in meinem Kopf ganz anders, aber es ist immer so. Im Kopf haben wir immer anders, als es am Ende rauskommt. Ja, das Schaufeln ist halt sehr mühselig, ja, deswegen holen wir uns erstmal den, in der Hoffnung, dass ich dann eine bessere Schaufel craften kann. Und mit der Schaufel dann, oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen vielleicht, dass ich mit der Schaufel dann eventuell, ihr wisst schon was, schneller graben kann, breiter buddeln kann, keine Ahnung. Ich denke schon. Kollege. Kommunizieren. Rede mit mir. Gib mir deine Blume. Ich muss ja lange geschlafen haben. In meiner Erinnerung sind das alles grüne Felder. Oh, ja. Dann hast du in der Tat sehr. Hey. Sehr lang geschlafen. Da hinten ist ja die Hauptmission. Vielleicht gehen wir demnächst auch mal dahin. Aber wir haben eigentlich sehr viel zu tun, ne? Vor allem mit den Geistern. Warte mal. Wir haben jetzt 4 Punkte. Wir könnten hier reingehen. Schaltet die Fähigkeit frei, bessere grundlegende Werkzeuge herzustellen. Das klingt doch gut. Können wir die aber nicht hier machen, sondern an der Werkbank? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ob die Zeit reicht für noch einen zweiten Geist, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht. Und ja, wir haben so ein bisschen Nahrungsproblem, ne? Wir müssen auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen mehr einpflanzen. Die Kaktusdinger, ich glaube, die brauchen noch so ein bisschen. Also mit dieser Essenz haben wir überhaupt kein Problem. Wir sollten vielleicht mehr singen, ne? Wir sollten unsere Pflanzen mehr besingen. Bringe eine Eichel zum Tempel. Also Eicheln. Habe ich überhaupt noch Eicheln? Oder habe ich die alle eingepflanzt? Ich habe eine große Eichel. Aber die würde ich ganz gerne einpflanzen. Die würde ich nicht so gerne abgeben. Weil die scheinen mir ein bisschen seltener zu sein. Meine Eicheln finden wir bestimmt bei den Bäumen noch. Die ein oder andere. Ich denke ja. Ich denke mal ja. Da haben wir unser kleines Utopia. Kann ich hier singen? Ich könnte wieder singen. Das sollten wir auf jeden Fall hier machen. Weil die Dinger sind sehr wertvoll. Ja. Was brauchen wir hier eigentlich? Die geben uns gut Nahrung, weil Nahrung ist, wie gesagt, im Moment Mangelware. Ja, mit Dünger wird es noch besser, ne? Aber da bin ich ja gerade dabei. Was eigentlich, wenn die Bäume fertig sind? Wollte ich den einfach nur abreißen? Ich kann es schlecht sagen. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht. Wir hätten hier ein bisschen Dünger. Okay, der wird anscheinend nicht so Kompost. Das ist echt nur Pflanzenteile und hier auch. Ich weiß es nicht. Warum leuchten die so komisch? Rot? Warum? Nein. Waren die zu lange im Wasser? Oh nein. Habe ich die ertrunken? Okay, Wasser ist, ja. Wasser ist im Moment sehr viel da. Ich glaube, die sind ersüppelt. Ja. Ich glaube ja. Das Wasser-Upgrade, ja. Ist ein bisschen zu krass. Ich merke schon. Oh ja, wir haben hier sehr viel Wasser. Oh nein, meine schönen Pflanzen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, dann schaue ich mal, dass ich jetzt noch schnell hier
Pflanzen kurz aus dem Wasser raushole. Komm, setzen wir halt hier hin erstmal. Ach, wir haben sehr viel Wasser. Am Anfang so ein kleines Wasserproblem gehabt und jetzt ein bisschen zu viel. Und ich wollte eigentlich, ja, super. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Nee, interagieren. Mit ihr wollte ich eigentlich sprechen. Gut, ist es leider so. Kann ich das schon sammeln? Nee, aber bald. Jo, und sind hier die Pflanzen jetzt weggesüppelt? Hm. Wie kann ich die wiederbeleben? Und der ist schon ziemlich groß geworden, ne? Nicht schlecht. Ja. Ich habe sehr viel Wasser. Also Werkzeuge. Ich glaube, ich sollte erstmal schauen. Feuersteinspaten. Ja, 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 ja. Den essen wir auf jeden Fall gleich. Fertigen. Pflanzenfasern. Ich brauche Pflanzenfasern. So, wir müssen auf jeden Fall einen besseren Spaten. Ich würde sagen, wir machen uns schon mal so ein bisschen hier. Damit das Wasser irgendwie seinen Weg findet. Ne? Okay. Ja, wir haben sehr viel Wasser. Das heißt, wir sollten eigentlich ein bisschen mehr arbeiten erstmal, ne? Gut, jetzt haben wir hier einen dicken Fluss. Und ich wollte eigentlich erstmal hier drumherum bauen, was ich ja gesagt hatte. Und ja. Ich hole die hier irgendwie erstmal zur Seite. Weil ich wollte hier um den Baum drumherum bauen. Hatte ich ja gesagt. Das Problem ist gerade meine Nahrung. Jetzt sind die mal außen, weil hier wird eh überall gleich Wasser reinkommen. Deswegen gut, dass wir den Spaten geholt haben, würde ich sagen. Ich denke, das war eine gute Idee. So. Wir haben so ein kleines Problemchen. Nahrungsproblem. Okay, der Spaten ist auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich würde aber ganz gerne irgendwie noch einen besseren Spaten haben. Aber ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, es ist schon mal ein guter Anfang, Leute. Heute, wir müssen erstmal buddeln. Wir müssen leider erstmal buddeln. Ja. Muss was essen. Nein. Essen. Ich will ganz gerne einpflanzen, aber. Ja, gut, wäre ich ein bisschen vergiftet. Die geben ganz gut. Eichel könnte ich auch essen. Was lassen wir erstmal? Ist hier oben rein? Nee. Na gut. So. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen weiter buddeln. Bis es nicht irgendwie alles überschwemmt. Also hier. So, aber dann haben wir hier einmal drumherum eine riesige Wasserquelle. Können drumherum erstmal ein paar Pflanzen setzen. So. Da muss ich die hier hinten auf jeden Fall wegsetzen, ne? Sonst haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Aber soweit so gut. Soweit ist auch schon mal ganz gut.
Mir ist halt sehr viel Wasserproduktion, ne? Trink auch mal was. So. Dann können wir direkt mal weitermachen. So. So, so. Okay, hier haben wir auf jeden Fall sehr viel zu tun. Die setzen wir mal hier hin. Warum nicht? Uiuiui, also buddeln. Sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend, Leute, sage ich euch. Aber es tut man nicht dafür, dass man hier schön Platz hat. Wenn wir gleich schön die Samen einmal reinhauen können. Hey, wir werden hier auch mal beobachtet, ne? Das ist echt unglaublich. Warum werden wir hier immer beobachtet? Das gefällt mir nicht. So. Komplett drumherum werden wir es erstmal nicht machen. Hauptsache, das verteilt sich erstmal so ein bisschen. Wie können wir sammeln? Okay. Ja. Das sieht doch schon mal nett aus. Hier haben wir den Fluss bis weiter hinten. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Ah, dasselbe, ich weiß nicht. Will nicht. Nein. Das einfach nur nehmen. Will ich wieder einen Fehler mit meinen Pflanzen machen? Dass sie mich hier ertrinken. Aber ich glaube, die sind mir ertrunken. Wenn ich mich nicht irre. Die scheint eh schon tot zu sein. Die kommt dann mal weg. Genau wie die hier. Aber die waren, glaube ich, schon vorher tot. So. Und hier hin. Gut, was ist eigentlich mit den Bäumen? Ich singe mal. Die Bäume schneller wachsen. Damit wir schneller an Holz kommen. Gut, der ist eigentlich so gut wie fertig, aber ich singe trotzdem mal. Der braucht ein bisschen Wasser. Ah, okay, das ist auch eigentlich so gut wie fertig. Naja. Ich weiß nicht, ob ich die auch stehen lassen soll oder wirklich alle abholzen soll. Hier haben wir wieder Kram. Hier singen wir auf jeden Fall. Tod. Kann ich ihn wiederbeleben? Ah, das muss ich erstmal. Lied der Wiederbelebung. Das ist schade. Nee, ich glaube, den sollten wir auch erstmal ein bisschen weiter weghauen. Also ganz nah am Wasser war keine gute Idee. Das war keine gute Idee, Leute. Schade. Salbe, der ist ja fast tot. Komm, wir heilen den einfach. Der wird geheilt. Und kriegt da immer ein bisschen Wasser. So. Was trinken? Auffüllen. Ja, die ist auch sehr nah am Rand. Ah, das mit dem Wasser hätte ich lieber langsam upgraden sollen, ne? Ich merke schon. Hier ist auch ein Samen oder so. Okay, sonst hier überall. Soweit ganz gut, würde ich sagen. Dann buddeln wir hier uns noch einen Weg lang. Ach, guck mal, es wächst Gras. Das ist neu, ne? Das war vorher nicht. Das war vorher nicht, Leute. Mit Sicherheit war das nicht.
Gut. Verpflanzen wir jetzt gleich ganz schnell. Dann haben wir abends. Und abends unterwegs sein ist, glaube ich, eben ein bisschen besser. Ja, die Wasserproduktion ist schon crazy, ne? So, einen schönen breiten Fluss. Okay, ich würde sagen, das reicht dann erstmal. Und echt viel Wasser raus. Aber mittlerweile sieht es schon ganz gut aus. Ich nehme jetzt Samen raus. Apropos Samen, wir haben ja noch ein paar hier drin. Bevor das verfällt. Eine große Eiche. Wo haben wir den Platz dafür? Sagen wir, die hauen wir da hinten einfach hin. So. Gießen und dann singen wir für die mal. Vollgießen konnte ich hier nicht, oder wie? Ah, doch. So, dann haben wir noch die hier. Hau ich den mal hier hin. Und den dann einfach mal... Ja, hier so am Ende. So. Ach, hier noch ein. Na gut, verteilen wir es einfach erstmal. So, was haben wir denn noch? Und die hier sind ganz gut, ne? Die geben ja ganz gut Nahrung anscheinend. Hier haben wir halt so einen Durcheinanderwald. Und hier, riesige Eiche. Oh. Hier hinten wächst sie gut. So alleine. Oder wir haben ja hier unseren Fluss gebaut. Vielleicht setzen wir hier uns... Hier ist ein bisschen trocken, ne? Wo wäre ein guter Ort? Oder wir bauen ja auch hier gerade lang. Hier oben drauf. Das ist doch ein guter Platz. So, wo ist mein Wasser? Kann ich singen? Leider nicht genug Energie. Wir sammeln mal ein bisschen Kram. Wenn das hier schon so rumliegt. Sehr schön. Ups, daneben. Schau ich nochmal ganz kurz, was wir einsammeln können, weil hier liegen wieder Sachen ohne Ende rum. Jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Ne? Ich hätte das mit dem Weg ein bisschen vorher machen sollen, mit den ganzen Abzweigungen und so. So. Ist der Baum fertig oder... Die wachsen, glaube ich, immer weiter, ne? Geben die mir dann immer mehr Holz? Ah, diese blöden Tornados. Oder haben die mir das weggehauen? 40 Stunden, der ist schon... Ja... Sagen die Bäume lassen wir erstmal wachsen, ne? Wir brauchen dann bestimmt auch mehr Wasser mit der Zeit, aber ich glaube, das wird sich lohnen. Hier hinten hier haben wir noch ein bisschen was zum Sammeln. Gut. Der wächst und gedeiht. Da hinten haben wir auch noch was. Hier auch noch. Einpflanzen wollte ich ja noch, ne? Pflanze erstmal ein paar von denen hier, weil die geben aber nicht alle. Ich würde sagen drei. Und einen nasche ich dann erstmal. Weil der gibt mir ganz gut Nahrung. Hiervon gönne ich mir auch einen. Der ist riesig und den werden wir auf jeden Fall pflanzen. Mal hier hin.
Medium. Irgendwas erhalten. So langsam sieht es ja aber echt gut aus, ne? Schaut euch das mal an. Wunderschön, oder? Wir sollten eigentlich ein bisschen singen. Ich wollte ja den hier einmal ansingen. Oh, ist tot. Wir müssen das Lied der Wiederbelebung lernen. Ach, guck mal hier hinten. Ah, endlich. Ich glaube, die sind jetzt... Nee, der ist einfach nur so gewachsen, ne? Ich dachte gerade, habe ich mich da anscheinend vertan. Was mit den anderen Charakteren? Da ist jetzt nichts. Gut. Ich dachte, jetzt haben wir ein bisschen Gratis-Nahrung. Was ist mit dir? Du musst gegossen werden. Du auch. So. Wir haben hier mehr als genug Wasser. Sollte kein Problem sein. Die hier oben sind auch gestorben, leider. Leider ja. Gut, den können wir nicht ansingen. Den auch nicht. Ich will auf jeden Fall riesige Bäume haben. Das auf jeden Fall. Ja, wir haben hier immer sehr viel Kram zum Sammeln, ne? Ja, hatte ich den jetzt angesungen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, haben wir nicht. So. Wir brauchen alle kein Wasser. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich hoffe, es überschwemmt hier nicht wieder. Eigentlich brauche ich Platz. Ich schau mal ganz kurz, was wir so stacken können. Die werde ich behalten. Die werden wir wahrscheinlich essen. Nee, ich wollte einmal hier noch rein. Können wir stacken? Das können wir stacken. Warte mal, Knochenfragment. Hat die nicht hier drin? Gut. Dann holen wir uns das mal rein. Trinken. Zack. Füllen auf. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Arkanen Lady. Wenn wir das gemacht haben, dann werden wir demnächst den Samen mitnehmen. Also eine Eichel müssen wir noch finden. Und wenn wir die Eichel haben, dann können wir zu diesem Questing. Weil ich habe jetzt die ganzen Eicheln erstmal eingepflanzt. Weil ich würde ganz gerne Eichelbäume haben. Aber wir werden bestimmt hier welche finden. Bestimmt hier. Guck mal hier. Nee, nicht, aber den können wir naschen. Auch nicht verkehrt. Können wir den Baum auch wiederbeleben? Nee, ne? Denke mal nicht. Ein bisschen mitnehmen, kann nicht schaden. Da sind da hinten Blitze. Was ist da für ein Nebel? Was ist das da hinten für ein Nebel, Leute? Hey, wir können ja sliden. Wir können ja zum Glück so ein bisschen rumsliden. Aber ich finde mittlerweile sieht es schon ganz nett aus. Ne? Wenn man überlegt, vorher war da nur ein Baum. Mit eigentlich so gut wie gar keinen Pflanzen. Mittlerweile sieht es auch ganz nett aus. Und wenn wir immer mehr pflanzen und so. Dann mit der Zeit ja, genug haben, dass unsere Nahrung, dass wir kein Problem haben, dann können wir eigentlich in Ruhe uns da austoben. Ne? Die Bäume geben uns auch, glaube ich, ein bisschen Schatten. Ah, jetzt finde ich natürlich keine Eichelsamen. Ne? Eichel, Eichen. Ihr wisst, was ich meine. Hallo? Sammeln, danke. Oh, da hinten sind ganz viele rote Verderbnisdinger. Miasma. Okay, weiter nach außen. Hinten leuchtet es grün. Ist das noch einer? Ich wünsche ihn auch direkt besuchen. Also wir kommunizieren mal. Ich laufe da mal hin. Sieht mir ganz danach aus. Das ist die Energie. Ja, ja, ja. Das kennen wir, glaube ich, schon. Hinten leuchtet es grün. Ich gehe da mal hin. Was schlau ist, weiß ich nicht.
Oh. Hier scheint es auch ein bisschen heißer zu sein, ne? Hier brauchen wir andere Kleidung für, kann es sein? Ja, Nahrung und Feuchtigkeit geht relativ schnell runter, aber das sollten wir noch schaffen. Da muss ich hin, da ist auf jeden Fall einer. Dann würden wir direkt nochmal Punkte kriegen. Das ist nicht schlecht. Schade, dass wir nicht irgendwie sprinten können. Immer nur, wenn es bergab geht. Ah, komm, das packen wir auf jeden Fall. Ich meine, genug Trinken haben wir. Bisschen zum Naschen haben wir auch. Das kriegen wir doch schon hin. Was ist denn hier drunter? Notenholz. Okay, ich soll mich nicht ablenken lassen am besten. Da hinten sind wir gleich schon da. Ich bräuchte mehr so Teleportationsorte, ne? Wäre ganz cool. Bis jetzt haben wir nicht wirklich viel gefunden. So, wir haben noch Zeit. Gut. Wir haben noch Zeit. Da ist ein großer Baum. Da kriegen wir bestimmt eine Eichel. Da gehe ich mal ganz kurz. Ist das Wasser? Ah, ne, ich wollte schon sagen. So eine große Schlucht. Könnten wir rein theoretisch den Fluss bis hier hinbringen? Das alles mit Wasser befüllen? Würde das gehen? Ich meine, Platz wäre hier, ne? Sind keine Eicheln. Und das hier. Büßerbeeren, das ist neu. Das ist auf jeden Fall neu. Egal, wir gehen erstmal schnell dahin. Bevor ich hier zu viel Zeit vertrödel. Rudeln können wir immer noch im Nachhinein. Diesen Feder. Nein. Ich muss lernen, mit Tieren zu reden. Wasser geben. Dann stehe ich einfach hier. Geht das nicht? Anscheinend nicht. Und hier haben wir, schade. Und was ist das hier? Sumpf. Vergessen Leben dazu fürchte ich nicht vor dem Tod, denn er ist der Übergang von einer Form zur nächsten. Aha. Das heißt, ich leite die nächste Form gerade ein. Dann wir mal kurz noch den Kram hier. Schade, ich dachte, hier können wir was Neues lernen. Können wir wahrscheinlich auch, aber wir müssen lernen, mit Tieren zu reden. Und ich kann leider keine Schnellreise machen. Oder ich muss noch mal kurz schauen. Wir sind jetzt hier. Gut, wir könnten das hier vielleicht direkt mitholen, ne? Hinten leuchtet es aber. Ah, warte mal. Können wir da teleportieren? Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht. Wir drücken schon mal wegen Karte. Da hinten hin sollen. Das ist dann sehr weit weg. Ich würde sagen, wir teleportieren uns erstmal zurück. Aber wir würden ja auch neue Sachen lernen, ne? Das könnte auch nicht verkehrt sein. Hier sind ziemliche Schluchten und da ist irgendein Stein, den ich vorher so noch nie gesehen habe. Noch ein Fragment und hier ist doch... Ne? Auf jeden Fall ein paar Muscheln. Was ist das für ein Stein? Können wir den irgendwann abbauen? Steinsalz. Haben wir auch noch nicht. Könnte vielleicht interessant sein. Gut. Ich habe noch irgendwo ein Licht gesehen. Warte mal, was ist denn das hier? Eine Kiste. Ja, damit... Noch ein Schlüssel. Also wir haben schon mehrere Schlüssel und eine Sternenblüte. Wir haben mehrere Schlüssel, aber ich weiß nicht, was wir genau damit anfangen können. Notenholz, Holz, zack, zack, zack. Nehme ich gerne mit. Hier war doch irgendwo ein grünes Licht.
Ah, hier können wir. Ernsthaft? Ich habe fast alles außer die weiße Dingens hier. Opfer da bringen. Hätte ich ganz gerne gemacht. Ach, guck mal, hier ist auch eine Wasserquelle. Quelle reinigen. Ah, können wir da unser mehrere Orte bauen? Oh, dann können wir alles mit Wasser füllen. Ey, das ist doch geil. Das ist doch geil, oder? Wenn wir hier alles mit Wasser füllen. Jetzt meinte ich, wie cool das wäre. Können wir hier eine Schnellreise machen? Nur Rohstoffe? Teleportieren. Boah, zum Glück funktioniert das. Ich weiß nicht, ob wir uns auch zurück teleportieren können. Ich denke aber ja. Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie der Hase läuft. Bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.